Ich habe die Drohne wieder schnell aufgeladen, das nenne ich mal einen Akku. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei der Beta von Ghost Recon Wildlands. So was. Was? Hier fliegen verdammt viele Vögel rum und sind das Fledermäuse? Nee, das sind Vögleins. Ist hier wirklich nichts mehr? Kann ich nicht einfach da reingehen oder reinfliegen? Moment. Oh, die Reichweite macht das nicht mit. Hi. Was ist denn hier los? Hier ist niemand drin. Im Schatten der Nacht unterwegs sein. Scharfschützengewehr. Oh, hier ist was zum Heilen dabei. Okay, oh, da kann ich reinklettern, kurz. Ich stehe da genau im Scheinwerfer, da ist noch jemand daneben. Da. Jetzt läuft der aber auch. Kommt der zu uns? Kann man die eigentlich irgendwie ablenken? Mit einem Stein, den man werfen kann, vielleicht? Hinter ihm ist auch noch was rot, sehe ich gerade. Ja, der Lieutenant muss da noch sein, da ist noch so viel rot. Wir haben ihm das Genick gebrochen. Oh, oh. Ah. Toll, nicht getroffen und schon für Aufsehen gesorgt. Darüber springen. Nicht sterben. Dankeschön. Jetzt gibt's Ärger. Boah, hat er mich noch umgebracht, der Sack. Auf der Karte sieht man, wie einer zu uns kommt. Da ist er. Zack. Und die anderen lassen soweit Ruhe erstmal walten. Hier, der hier nebenan. Der Tango ist hin. Der wollte nicht. Da hinten ist noch was rot markiert. Halt. Ich sehe dich nicht, aber ich schieße einfach mal. Ich habe zwischendurch auch was getroffen. Kann man Lichter hier eigentlich ausschießen? Cool. Noch mehr Splinter Cell. Geil. Bei Rainbow Six Siege gehen die Lichter immer wieder an. Das finde ich so nervig. Oh, hier sind dicker, oder? Moment, den gucke ich mir mal näher an. Vielleicht aber nicht zu nah. Halt. Nein. Guck mal. Granate fliegt. Nehmt das. Alles okay, alles okay. Die liegt ja hier oben. Geht die auch mal hoch? Viel zu spät. Ich glaube, die haben den umgebracht. Er ist nämlich tot. Und dann gehen wir mal zum Konvoi. Beziehungsweise zum Lager. Opa. Hi. Was gibt's denn hier? Munition. Dankeschön. Untersuchen. Fähigkeitspunkte finden. Nachschubüberfall. Überfälle finden. Bieten eine große Menge Nachschub. Rebellenoperation finden. Sieht gut aus. Kommt. Fertigkeitspunkte schalten auf. Die 1. Ich höre ständig die Versorgungshelis. Mit dieser Info können wir uns einen für die Rebellen schnappen. Kann man hier noch anderen Kram finden? Ich muss noch was... Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Ich muss auch mal Zieloptiken finden. Kann man die Kerzen zerschießen? Ja. Aber ich habe es mir etwas anders vorgestellt. Die Flammen sehen ja interessant aus. Das geht auch. Wow. Oh. Lustig. Kann man auch Reifen zerschießen? Moment, halt. Da ist nichts zu markieren. Wollen wir mal mit so einem Dicken herumfahren? Moment, hier ist ja noch ein Fahrzeug. Dann zerschieße ich da... Oh. Okay, ich will mal gucken, ob hier Reifen zerschießen geht. Geht bestimmt, aber mal ausprobieren. Jo, ist hier vergelegt. Dann werde ich dich. Hier ist noch was zum Markieren. Und... Ach, nebenan. Schweinchen, willst du auf ihm reiten? Kann man auf den Schwein reiten? Ey, nicht abhauen. Du wilde Sau, du. Da ist irgendwas. Ach, überqueren den Zaun. Schade.
da drin. So, ist ein Fass. Ein Ölfass, Sender drin. Fertig. 10 Fertigkeiten mittlerweile. Opa. Gibt's hier oben noch was? Nee, dann wäre es, glaube ich, auf der Karte markiert. So sehr kommt das Spiel einem dann doch entgegen. Die Nacht dauert ganz schön lange, ne? So, die anderen können doch hinten auf die Ladefläche, die anderen beiden. Hm, nein, du kannst da hinten drauf, komm. Also ihr beiden, kommt. Ja, aber drauf jetzt, los. Ist er umgefallen? Nö. Ob ich sie einfach rumschubsen kann? Okay, irgendwie schon, aber das ist ja kacke. Warum könnt ihr nicht hinten einfach... Oh, ein Traktor! Cool. Warum könnt ihr nicht einfach auf die Ladefläche drauf? Die können auf dem Helikopter da sitzen? Oh, hier kann bloß einer mit, oder? Wobei, an der Seite könnten auch alle mit. Hinten der Platz, links, rechts noch einer. Im vergangenen Jahr hat es der will so mitfahren. Aber warum kommen die anderen beiden nicht da mit einer links, einer rechts hin? Mann. Nee, komm, wir fahren, wenn schon zu viert mit dem da. Oh. Ich wäre zwar gerne Traktor gefahren, aber ich hätte auch gedacht, die können da mit, aber nachdem auf... Oh, was ist denn das daneben? Ich finde die... Oh, ein Pickup. Nee, ich nehme ihn hier mit Geschütz. Oh. Jetzt bin ich, glaube ich, ganz sicher, was ich nehme. Oh, hier. Und es wird wieder Tag. Puh. Einer kann noch das Geschütz übernehmen, genau. Cool. Auch wenn man hier super allein unterwegs sein kann, ohne die Pappkameraden, wir sind doch ein Team. Nur so können wir den Krieg beenden. Zusammen. 4 gegen alle. Aber hey, 4 Spezialagenten. Hallo. Oh. Ja. Oh. Ich hätte gedacht, das kann man umfahren. Aber das dicke Ding will nicht. So, Moment, hier sind gerade keine Gegner. Jetzt will ich mal Beifahrer sein. Klettern, Schütze. Ach so, ich hätte hier schon E drücken können. E. Und jetzt fährt einer von denen, oder wie? Oder geht das bloß mit echten Spielern? Oh, Textur. Da war gerade keine. Aber schaut mal. Oh, das geht viel zu schnell. Ist der jetzt schneller gefahren? Vielleicht. Ihr Reifen ist kaputt. Okay, Entschuldigung. Ich bin gemein. Psst. Da will man mal etwas Spaß haben und dann... Ja, hier wieder diese komische Weißschimmer da. Das ist kein Licht, was wir anhaben. Nee. Das ist nicht so schöne Grafik, die ich abbiegen müssen. Oh, wir sind schon da. Wir haben ein dickes Geschütz, also fahren wir direkt rein. Matsch. Oh, ein Heli, ein größerer. Nein. Schieß drauf. Angriff. Verstanden, ich nehme die Penner unter Feuer. Na, Penner. Nicht den Heli kaputt machen, er hat schon krumme Flügel. Der Leutnant flieht. Oder nicht im Heli. Ach, fuck. Tja, es gibt schließlich noch andere Helis da draußen, oder? Toll. Suppi, Leute. Die schießen einfach munter. Weiter drauf los. Gegner fliegt tot. Jetzt? Ja, Gegner tot. Neben sein... neben Einsatz gescheitert. Toll. Dann markieren wir noch wenigstens. Hier ist noch ein Arschloch. Meiner. Nein. Geklaut. Meine Seite ist sauber. Ach, da hinten ist so ein entsprechendes Fass. Psst. So, hier ist ein größerer Laster. Können ja wenigstens mal 4 mit. Ja, 2 Plätze, aber komm, da kann doch einer aufs Dach oder so. Oder hinten auf die Lade. Aus der Ladefläche rausgucken.
Es kommt keiner mit. Achso, ich bin Beifahrer. So, kommt alle mit, kommt Leute. Einer kann nach oben auf das Gitter da oder beide da. Nicht bloß einer, Mann. Die können doch beide da oben auf das Dach. Die können sich da sogar festhalten. Nee, dann nehmen wir unseren coolen Wagen da hinten. Wir fahren zusammen, Leute. Aber erstmal hier noch markieren. Was? Merker. Sieht nach Essen aus. Nahrungspakete, ja. Man hätte denken können... Oh, hallo. Wir sollten die Waffen unten halten, damit wir keine erschrecken. Ich will dahin. Nachschub haben wir schon. Rebellenoperation finden die drei. Buenas. Das verrät den Standort einer Kartellantenne. Sie schalten sie ein, wir schalten sie wieder aus. Takatari hat Eier, das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert. Nebeneinsatz, Funkausrüstung. Oh, es ist weit weg. Einführung Rebellen. Rebellen sind Verbündete, die ihnen im Kampf helfen. Rebellenoperationen schalten Unterstützungsfertigkeiten frei. Lokalisieren Sie Rebellenoperationen auf der Taktikkarte und finden Sie Ausrufezeichen. Ihr kleinen Fässer. Oh, ist verschwunden. Bitte nicht hochgehen. Da war doch gerade wieder eine Textur, die nicht da war. Also rechts rum. Achtung! Kurve. Das ist ja nicht mal Fahrphysik. Zum Kurve kratzen. Ey, der ist schneller, der Arsch, den ramm ich. Der ist schneller. Scheiße. Was ist denn das Radio an? Hoppala. Entschuldigung. Ah, ich muss nach rechts. Ah, ich wollte einen rammen. Mist, ich habe ihn nicht gerammt. Boah, sieht das toll aus. Wie fährt er denn? Das muss bestraft werden. Oh, Motorradfahrer umfallen ist auch immer lustig. Na toll, Vollidiot. Du fährst Zivilisten platt. Entschuldigung. Aber wenn ich Motorradfahrer in Spielen sehe, muss ich die umfahren. Boah, sieht das toll aus. Ah, hier. Amaru. Die haben einen neuen Helikopter dort platziert. Cool. Also Zivilisten umbringen ist nicht cool. Okay, hab ich verstanden. Boah, hallo. Das sieht toll aus. Aber ab und zu muss auch mal so ein Späßchen sein. Wobei, es geht um Menschenleben. Entschuldigung, ich habe euch nicht umgebracht. Aber rammt habe ich sie doch, oder? Was ist denn hier wieder los? Wir haben so ein dickes Auto, von daher wieder reinfahren und Mission scheitern lassen. Kann man hier auch die Drohne rausgeben? Nein. Bleib mal bitte drin. Wir steigen auch aus. Am besten... Oh, ein Fußballfeld. Erstmal markieren, aber umfunktioniert. Erstmal markieren, dann haben wir es einfacher, wenn es in den Kampf geht. Noch ein Dritter. Was ist das? Keiner? Nee, ist ein Geschütz auf dem... auf dem Auto. Ich sehe einen Hauptmann. Nee, ich sehe nichts mehr. Reinfliegen kann ich ja leider nicht. Kann ich ihn anfliegen? Mal gucken. Hallo. Oh, Mist. Muss man auch mal ausprobieren. Gut, die wissen, dass wir kommen. Nicht schlimm. Wir bringen sie schon um. Der Leutnant haut ab. Nein, nicht mit dem Heli. Scheiße mit dem Heli. Ah, wir brauchen das Heli-Teil doch. Auto. Kommt, Leute, schnell ins Auto. Ah, jetzt wird's mal interessant. Kommt ihr mit? Schnell rein. Kommt, kommt, kommt. Schneller. Ach, der ist ja schon längst weit weg. Der kann Luftlinie fliegen, der Arsch. Luftlinie, Luftlinie. Okay. Geht weg da. Boah, ich hab nicht umgebracht. Oh Gott, Baum. Oh. Hinterher. Mal gucken, wo er landet. Mal gucken, ob wir mitkommen.
Nein, hier ist ein Stein. Ein anderes Auto hätte das gepackt. Ich weiß auch welches. Baum. Der zeigt uns noch eine grüne Linie an. Fliegt er die Straße etwa entlang? Na, fast. Und jetzt verfolgen die uns auch noch mit dem Auto, weil wir deren verfolgen. Ups, das war ein Zivilist. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Hier sind ja noch ganz viele Leute. Okay, alles ist gut. Mal gucken, wo der hinfliegt. Rechts, links, okay, links. Ah, ich würde ja gern querfeld einfahren, aber Navi sagt, fahr der Straße entlang. Ich hoffe, das geht gut und ich hoffe, die fahren uns nicht da, fliegen uns nicht davon. Ja, genau. Es gibt schließlich noch andere Helis da draußen, oder? Okay, Straße entlang fahren ist doch nicht so cool, wenn die dann einfach so weit weg sind zum Weiterverfolgen. Oh, was ist denn da oben los? Oh, das sieht nach einem dicken Stützpunkt aus. Die Itakua-Basis. Zentrum des Kartells in der Provinz. Boah, das Spiel hat echt eine tolle Atmosphäre. Aber das haben die meisten Ubisoft-Spiele. Dann schauen wir uns mal um. Dazu hocken wir uns in den Busch. Vielleicht gehe ich jetzt mal lautlos ran. Da ist noch ein Tango. Ich sehe einen Narko am Eingang zum Lager. Was ist denn ein Narko? Ich denke immer an Narkomine, aber das ist das falsche Spiel. Hier am Rand ist niemand? Da hinten. Ich finde es aber auch gar nicht so verkehrt, dass das Spiel einem nicht sofort alles aufdeckt, wenn man nur so halb drauf schaut, weil dadurch ist man einfach gezwungen, auch wirklich hinzuschauen. Nicht einfach bloß so wild hier und dann einfach mal wild Tasten drücken und auf nur ein Spiel. Packt das schon. Okay, jetzt lädt die Drohne gerade wieder auf, deswegen gehe ich gerade mal woanders hin, um da nochmal zu schauen, ob da noch welche sind. Weil die Reichweite ist ja noch begrenzt. Von daher hinlegen und raus damit. Wagen mit montierter Waffe. Wo? Der da. Da ist noch einer. Ah, hier auch noch einer. Oh, der ist sogar recht nah bei uns. Wir sind jetzt bei 10. 10. Hier bauen sie noch. Ist da jemand drin? Da ist doch jemand drin. Nee. Da kommt aber einer raus aus den Zivilisten. Batterie ist gleich wieder alle. Dann werde ich erstmal die Position wechseln. Da ist jemand gefangen. Okay. Gut. Ah, hier vorne ist gleich jemand. Okay, okay. Wenn ich den jetzt da umbringe, liegt er ja einfach hier frei rum. Ich will jetzt mal lautlos sein. Sofern das geht. Mit mir. Wenn ich ihn umbringe, sieht das doch er. Sieht er das doch. Will ich jetzt schon umbringen? Ich muss hier sowieso lang und der steht mir zu weit oben. So, und der hat jetzt irgendwas spitz bekommen. Psst. Das war knapp. Ja, Schwein gehabt. Gibt es eigentlich sowas wie einen Alarm, den man ausschalten kann? Wie da zum Beispiel? Nee, es muss Strom. Das war echt knapp. Ich hatte die falsche Waffe, aber ich wollte sie jetzt auch nicht nochmal ändern. Die einzige Waffe mit Visier ist aktuell mein Scharfschützengewehr. Das ist nicht gut. Upsa. Ah, sieht uns nicht. Okay. Ein Baukran. Da hinten sind wieder Zivilisten, die könnten uns womöglich verraten. Aber, ja, die Arbeiter zumindest. Hier sieht die Musik an.
Jetzt haben wir kurz nachgeschaut. Hier oben ist keiner, der uns ärgern könnte. Ich habe schon fast die maximale Reichweite erreicht. Sehr eingeschätzt. Ja. Da oben eiern zwei rum. Bevor die Batterie zu Ende ist. Ne, da ist niemand. Ich muss auch mit der Drohne aufpassen. Wenn ich da jemand zu nahe komme, dann sieht er die. Aber hier ist erstmal nichts weiter. Ja, der aber. Hier sind bloß die Zivilisten. Die Mauern da oben fleißig. Höhe 2115 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist heftig. Aber wenn dieses blöde Flackern da nicht wäre. Das sieht so toll aus. Also das Spiel hat wirklich auch einen tollen Schleichfaktor, wenn man da wirklich dran bleibt. Aber das werde ich machen. Aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.